So Leute, die Lösung ist mal wieder so einfach, dass man eigentlich locker drauf kommen kann, wenn man nicht Andi heißt. Und zwar brauche ich nochmal diesen Tipp, den mir Schritisdrang gegeben hat. Tut mir leid, ich weiß immer noch nicht, wie man deinen Namen richtig ausspricht. Vielleicht war das richtig, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls, man muss eine Bombe hier hinlegen, sie aufheben und darüber werfen. Aber echt mal. Das ist eigentlich total einfach, aber mir hat im Spiel niemand was davon erzählt, dass man Bomben aufheben und werfen kann. Ich war auf diesen Tipp angewiesen. Weil das ist irgendwie komisch. Solche wichtigen Sachen, die man braucht, um weiterzukommen, die werden einem nicht verraten und auf die man auch nicht selber unbedingt kommen kann. Ne, Ezelo, ich rede mit dir. Du sagst mir, drücke R, um Sachen zu bewegen. Aber du sagst mir nicht, dass ich Bomben aufheben kann. Oder? Ne, Moment, ich wollte eigentlich Select drücken. Irgendwo auf dem Gongulberg soll ein Mensch namens Melta leben. Ja, super, das interessiert mich auch nicht. Also, Morhun 12345 hat mir auch gesagt, ich soll nicht so sehr auf dem armen Kerl rumhacken. Aber, ich meine, solche Charaktere sind doch eigentlich zum Aufregen gemacht. Ich meine, es gibt sie in jedem Spiel. Zum Beispiel in Mega Man ist es Rush. Da gibt es Leute, die mir sofort zustimmen werden. Dann gibt es auch zum Beispiel sehr viele Let's Player, die sich über Navi aufregen in Ocarina of Time. Also, ja. Ich denke, sowas brauchen die Spiele auch. Okay, gerade eben war ich noch ein bisschen ratlos, aber jetzt habe ich schon die nächste Idee, was ich hier machen kann. Übrigens mal ein kleiner Aufruf, jetzt wo ich ein bisschen Zeit habe und, ja, aus welchem Anlass. Naja, wir haben eine Art Jubiläum, das ist schon das 22. oder 23. Video oder so. Ja, jedenfalls dachte ich mir, das ist eine schöne Zahl, da kann man noch was ankündigen und so. Ja, jedenfalls, habt ihr irgendwelche Vorschläge, was ich nach diesem Spiel hier spielen könnte? Also, ich gehe nämlich davon aus, dass ich relativ bald das Spiel hier zur Hälfte durchhaben werde. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass es noch 20 Videos dauert. Und da würde ich gern auch zwischendurch mal ein zweites Projekt beginnen. Also, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, ich habe so in Richtung Kirby gedacht oder so, können mir was vorschlagen. Also, ich bin nicht so einer, der alles spielt, aber ich gehe gerne auf Vorschläge ein. Glücksfragment. Sehr schön. Gut, also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich so spielen könnte, lasst es mich wissen. Interessiert mich. Okay, ich glaube, ich bin ziemlich nah am Ziel. Und es sieht auch so aus, als könnte ich hier als Mensch durch, nur am Ende scheint eine Barriere zu sein. Mal gucken. Ist es überhaupt korrekt, wenn ich sage als Mensch, weil eigentlich ist Link ja kein Mensch, er nimmt nur ihre Größe an. Nein, ich wollte das Schwert schwingen. So. Nein. Erstmal hier. Übrigens, ich bin jetzt nicht sofort darauf gekommen, beziehungsweise ich habe nicht sofort nachgelesen, dass man diese Bombe da werfen muss, um weiterzukommen. Deshalb habe ich offscreen noch ein bisschen mehr gespielt und noch eine Sache entdeckt, die ich aber jetzt quasi nicht mehr entdeckt habe, weil ich den alten Speicherstand wieder geladen habe und das zurückgesetzt habe, weil ich euch alles zeigen will. Und das werde ich auch irgendwann mal zeigen, wenn ich mal wieder Gelegenheit dazu habe und da wieder vorbeikomme. Ist noch so ein schönes Geheimnis zwischendurch gewesen, wo auch ein Herzteil und so ist. Das war an der einen Stelle, wo ich gesagt habe, ich verstehe nicht, wozu die Sackgasse da ist. Oh, Meltas Mine. Hört sich interessant an, als wäre ich am Ziel. Bist du Melta? Eisenerz, ich grab nach dir, Eisenerz, ich finde dich hier. Ja, ich habe jetzt eine Melodie improvisiert, egal. Eisenerz, ich grab ganz flott, Eisenerz, geh nur nicht fort. Okay, das war nicht mal eine Melodie, davon abgesehen. Aber, ja. Die wollen also Eisenerz haben. Dies ist die Mine von Melta und seinen 7 Schülern. Bist du hier, um dein Schwert reparieren zu lassen? Unser Chef ist ganz unten.
Gut, dann gehe ich hier links rein. Quatsch, rechts. Ich kann gar nicht mehr zählen. Ah, das sind die Betten der sieben Zwerge. Das passt sogar. Minisch sind ja eine Art Zwerge. Naja. Aber hier ist niemand. Mysteriös. Gut, gehen wir weiter. Was ist hier? Noch so ein Zimmer. Und ein Kristall. Ich will den Kristall haben. Link, nimm den Kristall. Mach keine Kniebeugen. Das sah gerade danach aus. Gut. Eisenerz, ach Eisenerz, da ist es, das herrliche Eisenerz. Ich kann mir keine Melodie ausdenken. Moment, hier gehe ich noch kurz rein. Okay, das scheint eine Schmiede zu sein oder so. Ich bin gerade so froh, ich bin weitergekommen. Wenn du hier hinausgehst, gelangst du zu einer Mine, die von Menschen geschaffen wurde. Aber ohne Erlaubnis vom Chef kann ich dich nicht durchlassen. Das interessiert mich. Okay. Du siehst aus, als würdest du Melter heißen. Kann das sein? Toll, ich muss dich von der Seite ansprechen. Ich bin SpongeBob von der Seite an, Quatschkopf. Egal. Grüne Kleidung, komische Mütze, du musst Andy sein. Woher kennst du meinen Namen? Hab's vom Ältesten im Wald gehört. Ach so. Ich heiße Melter und bin hier der Chef. Es gilt, das heilige Schwert zu schmieden. Um die Prinzessin von dem Fluch zu befreien, nicht wahr? Das Schwert der Minish kann die Kraft der Elemente aufnehmen. Gib mir das zerbrochene Schwert der Minish. Ich helfe der Prinzessin gern. Ich werde das Schwert erneuern, damit es zum heiligen Schwert gehen werden kann. Es wird eine Weile dauern, bis es fertig ist. Geh inzwischen das Element suchen. Hier in der Nähe befindet sich eine Mine. Sie wurde vor langer Zeit von den Menschen geschaffen. Gut, dann wollen wir mal mit der Arbeit anfangen. Übertreibt es nicht ein wenig, Dreihämmer? Hammer! Gut, Andy, die schaffen das auch ohne uns. Ja, davon gehe ich aus. Ich möchte nämlich nicht mitarbeiten. Wir suchen inzwischen nach dem Element. Okay. Kann ich ins Feuer springen? Yeah, nee. Kann ich nicht. Okay, die scheinen beschäftigt zu sein. Also gehe ich weiter. So, der Chef hat mir gesagt, ich soll da durch, also lass mich durch. Was, du willst zur Mine? Na gut, wenn du die Erlaubnis vom Chef hast, bitteschön, aber pass auf dich auf. Claro. Gongulberg. So. Muss ich mich groß machen lassen, oder? Nee, ich komme hier als kleiner Link nicht rauf. Die Sprossen sind viel zu groß. Okay. So, ich gucke mir kurz was, aber ganz vorsichtig. Ich glaube... Ja, ich weiß, wo ich bin. Gut. Träger der Heiligen macht es, wenn es fliegen will. Man muss sich fragen. Den Text kenne ich irgendwoher. Schon wieder so mal, ja. Okay, Augenblick. So. Ich bin beim zweiten Dungeon. Zumindest sieht es danach aus. Ich hoffe doch, er ist es. Höhle der Flamme. Ja, es sieht nach Dungeon aus. Hier drin ist es noch heißer. Wir müssen schnell das Element finden. Gut. Und diesen höllischen Ort verlassen. Los, Kind. Zacki, zacki. Irgendwie hört er sich schwul an, meiner Meinung nach. Verdammt, ich rede schon wieder von solchen Dingen. Okay. Oh, die Musik ist cool. Ich gucke mich noch ein bisschen hier um. So viel Zeit habe ich noch. Ich hoffe, hier gibt es nicht wieder so viele versteckte Wege, die ich bomben muss. Ich gucke mir mal kurz die Karte an. Yep, das ist der Dungeon. Okay, das sieht groß aus. Das sieht sehr groß aus. Ich gucke erstmal hier rechts. Bob-Bombs? Das sind doch Bombs. Gut, er ist explodiert, bevor er wieder zu mir gekommen ist. Oh, okay, ich habe die gestoppt, bevor sie überhaupt losgefahren sind. Okay, ich habe keinen anderen Namen für die, deshalb nenne ich die jetzt Bob-Bombs. Okay, da ist eine Wand, die man sprengen kann, und das sieht man zum Glück auch. Hey, ich will dich mit einem Krug treffen. Ach, verdammt. Okay, dann halt nicht. Kann ich dich auch hochheben? Ja, cool, ich kann Bomben sparen. Au. Hä? Vorhin sind die doch nicht so schnell explodiert. Oh, und ich sehe gerade, ich muss dringend Schluss machen. Also, fast dringend. Okay, um die Dinge kümmere ich mich beim nächsten Part. Bis dann.